Hallo liebe Kicket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kicket 5.1.x. Hallo, bevor ich mit der Vorstellung der HF-Plugins hier oben fortfahre in den nächsten Videos, möchte ich hier kurz ein kleines Hinweisvideo einschieben. Und zwar ist eine Frage aufgetaucht von einem Kanalnutzer, und zwar hat mich der Martin gefragt, was hat es damit auf sich? Er benutzt also Platinen im Gigahertz-Bereich und hat also die Erfahrung gemacht, dass Platinen, die diese Füllung hier, diese Ground-Füllung und dieses Via-Stitching nicht haben, sondern nur die Leiterbahnen, unter Umständen bessere Werte und Eigenschaften aufweisen als Platinen, wo das hier alles vorhanden ist. Vielleicht mal dazu ein kurzes Hinweisvideo. Ich möchte euch da aus der Erfahrung heraus ein paar Hinweise an die Hand geben, wie ihr bei der Konstruktion von HF-tauglichen Platinen vorgehen solltet. Das ist einfach aus meiner Erfahrung heraus, und ich habe da auch eine ganze Menge Lehrgeld bezahlen müssen. Wie geht es, sollte man einsteigen? Wer sich also mit der Konstruktion von solchen Dingen beschäftigt, der sollte erst einmal anfangen in Frequenzbereichen unterhalb von 200 MHz. Warum unterhalb von 200 MHz? Ganz einfach, die Wellenlänge bewegt sich dort im 1,5 Meter Bereich und natürlich auch größer werdend. Und das bedeutet, ich habe jetzt hier so eine Platine mit 8 cm Kantenlänge. Die Wellenlänge oder die Leiterbahnlänge hier ist verschwindend gering in Bezug auf die Wellenlänge. Das heißt also, wer hier vielleicht bei der Konstruktion den einen oder anderen Fehler macht, der wird in der Regel noch verziehen, und ich kann so eine Platine meist auch problemlos nutzen. Beziehungsweise, das solltet ihr bei jeder HF-Platine mit vorsehen, wer zumindest einsteigt, dass ihr hier solche Möglichkeiten für Trimkondensatoren mit vorseht. Hier solche Trimkondensatoren, die gibt es hier von 0,5 bis 5 Picofarad. Die Füßchen kann man auch umbiegen, kann man so auf die SMD-Pads löten, wenn das nötig ist. Sowas sollte man mit vorsehen. Das bedeutet, wenn wirklich mal in der Schaltung noch was schief geht, kann man so ein Ding einlöten und vielleicht mit so einem Trimkondensator das eine oder andere noch retten, bevor es denn in die Hose geht. Das mal als Hinweis. Damit kann man dann die ersten Schritte machen. Dann sollte man sich, wer auch in dieser HF-Technik einsteigen möchte, mit diesem Taschenrechner hier hinten beschäftigen. Da haben wir hier diese Transline-Berechnung. Ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht. Und ihr seht also, dass man hier verschiedene Dinge berechnen kann, also Wellenleiter berechnen kann für die entsprechenden Frequenzen. Man kann also hier dann Frequenzen eintragen, wo die Schaltung funktionieren soll. Und man kann dann sich hier diverse Werte ausrechnen lassen. Das dazu, damit sollte man sich mal beschäftigen. Und was man sich auch beschäftigen muss, zwingend, ist das Thema Leiterplatte, und zwar hier der Bereich des Basismaterials. Ich scroll mal hier nach unten. Ich habe es jetzt hier in der Wikipedia gefunden. Es gibt aber auch tausende andere Einträge, wo das alles in epischer Breite beschrieben ist. Da finden wir hier unten so eine Tabelle, und wir sehen also hier die Parameter, die elektrischen Parameter von solchen verschiedenen Materialien. Was ich grundsätzlich nicht empfehle, sind diese FR2, FR3 Materialien, die vielleicht der eine oder andere noch in der Bastelkiste hat. Das sind also diese Hartpapier-Platinen. Die sollte man auf alle Fälle nicht verwenden für HF-Technik. Diese haben also sehr, sehr schlechte Werte. Standard und auch aus meiner Erfahrung heraus problemlos einsetzbar bis 200 MHz ist hier dieses FR4-Material. Das ist auch das Standardmaterial, was beim Chinesen um die Ecke angeboten wird. Und ihr habt dort also dann auch Platinenpreise, die sich im Bereich weniger Dollar bewegen. Und wenn dann doch mal alles daneben geht und alle Stränge reißen, könnt ihr so eine Platine auch, naja, mit ein bisschen Ärger wegschmeißen. Aber es ist kein großer Verlust unterm Strich. Ja, damit sollte man also anfangen. Wer damit seine ersten Schritte getätigt hat, der kann einsteigen in den Bereich UHF, das heißt also bis 500 MHz aufwärts. Hier wird es dann schon langsam interessant. Als Basismaterial, das hat so meine Erfahrung gezeigt, kann man trotzdem noch das FR4-Material nutzen.
Aber man muss jetzt hier schon langsam das eine oder andere bedenken und berücksichtigen. Solche Trimkondensatoren, wie ich sie gerade gezeigt habe, funktionieren dann nicht mehr. Ich habe also dann hier schon kleinere Kapazitäten, die sich da trotzdem auf das Verhalten der Schaltung gravierend auswirken. Und da sollte man dann schon anfangen, hier mal an Via Stitching zu denken, an die Länge von Leiterbahnen, an die richtige Breite von Leiterbahnen. Haben wir ja gerade gesehen, haben wir hier für den Rechner. Die Platine möglichst klein zu machen, um quasi die Wellenlängen oder die Leiterbahnlängen so gering wie möglich zu halten, um diese Einflüsse eben so gering wie möglich zu halten. Und man sollte sich hier vielleicht mit diesen HF-Plugins beschäftigen. Ich empfehle da auch diverse vielleicht Foren. Ich weiß, viele sind nicht unbedingt Freund von Foren, aber manchmal kriegt man doch geholfen. Dann kann man zum Beispiel mal bei Google eingeben, Entwurf von HF-Schaltungen. Da findet sich zum Beispiel auch eine ganze Menge hier als Seminar von Hochfrequenzschaltungen. Dann findet man unter Umständen auch eine ganze Menge hier zum Beispiel Hochfrequenztechnik der TU Ilmenau. Das ist ein PDF. Auch da ist eine ganze Menge dazu beschrieben. Da kann man sich belesen und man sollte vielleicht auch mal in seinem persönlichen Umfeld schauen, ob es da jemanden gibt, der sich in diesem Bereich mit Basteltechnik schon beschäftigt hat. Und man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Dann sollte man einfach da hingehen und den oder die Person fragen. Das dazu. Und wenn ihr dann da richtig Lehrgeld gezahlt habt, und da kann ich euch versprechen, auch das aus der persönlichen Erfahrung heraus, wird das eine oder andere definitiv schief gehen, was man dann auch in die Mülltonne wirft. Wer das dann alles gemeistert hat, der kann sich an den Bereich Gigahertz wagen, also das heißt 500 Megahertz aufwärts. Da wird es dann auch richtig sportlich, weil wir dann hier in die Wellenlängenbereiche Lambda halbe, Lambda viertel der Leiterbahnlängen kommen. Da ist dann also eine richtige Vorplanung nötig. Und ich gebe an dieser Stelle gleich zu bedenken, wer also Gigahertz Technik machen will und in diesem Bereich arbeiten will, der braucht auch Mess- und Abgleichtechnik. Die ist dann auch, sage ich mal, ab 1 Gigahertz aufwärts richtig teuer. Und da sollte man sich Gedanken machen, wer hat sowas, wo kann ich da vielleicht möglicherweise hin, kann ich da irgendjemanden fragen, der mir da hilft beim Abgleichen oder gibt es irgendwo eine Firma, wo ich das machen lassen kann oder vielleicht machen darf, je nachdem, wie der Chef da eingestellt ist. Das sollte man berücksichtigen, weil da wird es dann richtig teuer und vor allen Dingen auch richtig sportlich. Und was auf alle Fälle nicht mehr geht, ist das FR4-Material. Also wer Gigahertz-Technik meint, mit FR4 machen zu müssen, naja, der gibt sich ganz schnell in den Bereich aufs Glatteis. Und das kann dann also durchaus schief gehen. Ich empfehle ab in solchen Frequenzbereichen dann hier Teflon oder Keramikplatinen. Entsprechend macht euch da mal schlau, welche elektrischen Eigenschaften die haben. Ihr könnt sie auch hier im Rechner eingeben. Das sehen wir hier oben. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, könnt ihr also hier verschiedene Trägermaterialien auswählen. Da kann man sich durchaus mal im Internet dazu belesen, welche elektrischen Eigenschaften diese Materialien haben. Und die kann man dann oder sollte man dann auch nutzen, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Und ihr seht jetzt hier in dieser Spalte die Preise, wenn man also einen FR4 Standard Glasfasergewebe hernimmt, gegenüber so einer PDFE Struktur oder Basismaterial ist das um 800% teurer. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Geht mal auf die chinesische Herstellerseite eures Vertrauens und wählt mal da so PDFE oder Keramikmaterial aus. Und ihr werdet sehen, aus den billigen 5, 6 Dollar FR4 Platinen bei gleicher Größe verwandelt sich das dann schnell in den Bereich von 60, 70, 80 Dollar pro Stück. Und da sollte man dann schon sehr sorgfältig arbeiten. Einfach aus dem Grund heraus, wenn da was schief geht und ihr müsst die Platine wegschmeißen, sind dann gleich ja, 200-300 € im Eimer. Außerdem hat man dann schon das nächste Problem. Da kommt dann die Zollfrage ins Spiel. Man ist dann also weit über die 20 €. Das heißt, da dürfte dann auch der eine oder andere Euro zollfällig werden. Also das will gut überlegt sein. So, soweit dazu. Was soll also dieses Video jetzt hier im Ganzen bringen oder ausdrücken? Das bedeutet, fangt bitte bei
niedrigen Frequenzen an, tastet euch an das ganze Problem langsam heran, ja, und wenn ihr dann irgendwo mal richtig Fahrradfahren gelernt habt, dann könnt ihr zum Mond fliegen und euch an die Gigahertz-Technik ranwagen. Berücksichtigt aber bitte meine Hinweise, sonst geht das Ganze schief. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tom.